Ich bin Chris Ryan. 11 Jahre lang war ich für den britischen SAS an den gefährlichsten Orten der Erde. Jetzt reise ich wieder in die Krisengebiete dieser Welt, um Elite-Polizisten zu treffen, die im Einsatz gegen das Verbrechen tagtäglich ihr Leben riskieren. Diese Elite-Polizisten gehören zu den Besten der Welt. Sie dienen in Spezialeinheiten. Sie erledigen Aufträge, denen reguläre Polizeiverbände nicht gewachsen sind. Sie kämpfen gegen Terrorismus, Drogenkriminalität, Waffenhandel und das organisierte Verbrechen. In den letzten Monaten habe ich 7 solcher Einheiten in aller Welt besucht. Jeweils eine Woche lang war ich ihr Mitglied. Ich habe mit ihnen trainiert und bin auf heiklen Missionen in Lebensgefahr geraten. Seit meiner Zeit als Elitekämpfer beim SAS, dem britischen Special Air Service, habe ich nichts Intensiveres erlebt. Die schießen scharf. Über uns fliegen die Kugeln. Ich wurde in den Slums von Rio de Janeiro von Bandenmitgliedern unter Beschuss genommen, habe kolumbianische und mexikanische Drogenkartelle bekämpft und in Sri Lanka und Israel auf Antiterrormission Kopf und Kragen riskiert. In Polen waren Waffenhändler meine Gegner. Und mit einer kasachischen Spezialeinheit habe ich Drogenschmuggler gejagt. Dies sind die Höhepunkte meiner 7 Stationen. Die mächtigsten Waffen, die besten Fahrzeuge, das effektivste Training und die härtesten Einsätze. 7 Länder, 7 Elitetruppen, 7 Missionen im Kampf gegen das Verbrechen. Hautnah und an vorderster Front. Ihr zittert ja. Job erledigt. Als ich beim SAS den Dienst quittierte, war ich mir nicht sicher, ob ich jemals wieder Teil einer aktiven Einheit sein würde. 15 Jahre später war es soweit. Ich habe 7 Länder bereist, in denen hochqualifizierte Polizeitruppen den gewissenlosesten Verbrechern der Welt entgegentreten. Mein erster Tag bei einer Einheit begann jeweils mit einem Besuch der Waffenkammer. Was ich dort zu sehen bekam, gab mir einen ersten Hinweis darauf, in welchem Umfeld ich arbeiten und mit welchen Gegnern ich es zu tun bekommen würde. Standardmunition, 9 mm. Auf diesem Gebiet bin ich Experte. Hier sind meine Top 5. Bei der brasilianischen BOPE, der Elite-Polizeitruppe von Rio de Janeiro, habe ich mit einem Colt Commando Sturmgewehr trainiert. Der Schießplatz ist freigegeben. Jeder von uns hat ein Magazin mit scharfer Munition. Es kann losgehen. Das Colt M4 Commando ist ein automatisches Gewehr aus US-Produktion. Es verschießt 5,56 mm Patronen bis zu 950 Stück pro Minute. Sein geringes Gewicht, der kurze Lauf und die hohe Reichweite machen es zur idealen Waffe für urbanes Terrain. Für mich das vielseitigste Gewehr der Welt. Das Colt Commando war meine bevorzugte Waffe beim SAS. Auf dem Schießplatz der BOPE war ich damit im Training der Beste. Nur 5 Schüsse gingen daneben. Manche Dinge verlernt man nie. Die polnische Elite-Polizeieinheit BOA ist mit einem Scharfschützengewehr aus Finnland ausgerüstet. Die Nummer 4 in meiner Rangliste. Das TRG 22 ist unglaublich druckvoll, präzise gearbeitet und verfügt über einzigartige Fernschusseigenschaften.
Dieser Beamte hat sich mit einem TRG-22 in Position gebracht. Es handelt sich um ein Hochgeschwindigkeits-Scharfschützengewehr, Kaliber 7,62 mm. Der Schütze beobachtet das Versteck einer Terroristengruppe, die sich mit einigen Geiseln verschanzt hat. Per Funk übermittelt er seinem Kommandeur die Anzahl der Zielpersonen und der Geiseln. Sollte die Situation eskalieren, ist er in idealer Position, um die Geiselnehmer durch gezielte Schüsse auszuschalten, bevor seine Kameraden das Versteck stürmen. Meine Nummer 3. Eine unscheinbare 9mm Pistole. In Mexiko war ich mit einer Beretta ausgerüstet, in Polen mit einer Glock und in Sri Lanka bei der Eliteeinheit STF mit dem wohl berühmtesten Modell dieser Klasse. Die 9mm Browning. Die Browning ist eine klassische Handfeuerwaffe, seit Jahrzehnten bewährt, leicht zu warten und auf kurzer Distanz höchst effektiv. Sie erfüllt meist die Funktion einer Zweitwaffe, falls das Gewehr eines Kämpfers versagen sollte. Das ist die erste Pistole, die ich als junger Soldat in der Hand hatte. Eine sehr zuverlässige Waffe. Auf Platz 2 meiner Rangliste landet eine Waffe aus dem Arsenal des israelischen Grenzschutzes Magav, die vor allem im Antiterrorkampf eingesetzt wird. Die LAW-66 ist eine leichte Panzerabwehrwaffe, die 66mm Granaten über eine Distanz von bis zu einem Kilometer verschießt, mit durchschlagender Wirkung gegen PKW, LKW und leicht gepanzerte Fahrzeuge. So, ich bin einsatzbereit. Mit dieser Waffe werde ich jetzt ein 66mm Raketenprojektil mit Sprengkopf verschießen. Mein Ziel ist das Fahrzeug dort hinten. Nach dem Treffer sollte es komplett zerstört sein. Die Granate soll durchs Fenster einschlagen. Das nehme ich ins Visier. Stopp, Feuer einstellen. Ich habe die Karre voll erwischt. Das war heftig. Welches Kaliber oder welcher Einsatzzweck auch immer, jede der 7 Spezialeinheiten, die ich in den letzten Monaten besucht habe, verfügt über eine extrem schlagkräftige Bewaffnung. Wahnsinn, unglaublich. Panzerfäuste. Was für eine Waffe. Maschinengewehre. Ein schweres Gerät, dennoch extrem präzise. Oder Blendgranaten. Nach deren Detonation können wir in einer Blitzaktion ganze Gebäude unter Kontrolle bringen. Spitzenwaffen für Spitzenpolizisten. Und hier kommt meine persönliche Nummer 1. Die außergewöhnlichste Waffe, mit der ich jemals zu tun hatte, ist bei der kasachischen Elitetruppe Sunkar im Einsatz. Der GM-94. Er feuert thermische Plastikgranaten vom Kaliber 43mm. Deren Explosion macht an der Einschlagstelle alles im Umkreis von 3 Metern dem Erdboden gleich. Ursprünglich für den Häuserkampf entwickelt, kann diese Waffe sogar leicht gepanzerte Fahrzeuge zerstören. Das Ding hat angeblich einen höllischen Rückschlag. Ich bin gespannt. Sowas hatte ich noch nie in der Hand. Das haut mich um. Jetzt mal im Knien. Alle Mann bereit? Ein Höllengerät. Von dem Reifenstapel, der als Übungsziel diente, bleiben nur ein paar Fetzen übrig. Vom Ziel ist fast nichts mehr zu sehen. Eine Waffe mit derartiger Feuerkraft ist wirklich einzigartig.
Neben der Bewaffnung einer Spezialeinheit können auch ihre Land- und Luftfahrzeuge entscheidend zum Gelingen oder Scheitern einer Mission beitragen. Sicherheit, Tempo und Wendigkeit, das waren die Hauptkriterien für meine Rangliste. Auf Position 5. Die Truppentransporter der BOPE. Mit ihnen patrouilliert die Eliteeinheit der Polizei von Rio de Janeiro durch von Drogenbanden beherrschte Problembezirke, die Favelas. Wir sehen überall Spuren von den Feuergefechten, in die diese Fahrzeuge regelmäßig geraten. Schauen Sie sich mal die Scheibe an. Die hat schon einige Treffer abbekommen. Das Panzerglas ist geborsten. Die nächste Kugel, die hier einschlägt, könnte den Fahrer treffen. Einen Austausch der Panzerglasscheiben lässt der schmale Etat der BOPE nicht zu. Nicht minder erschreckend ist die Tatsache, dass diese Einsatzfahrzeuge keine Run-Flat-Reifen haben, also nicht vor einem Platten sicher sind. Die Beamten sagen deshalb, dass sie schneller Reifen wechseln können als jedes Formel-1-Team, vor allem unter Feuer. Platz 4 belegt ein Hubschrauber, der in Kolumbien im Kampf gegen die Drogenmafia zum Einsatz kommt. Der Black Hawk UH-60 ist schnell, wendig und verfügt über robuste Flugeigenschaften. Er dient den sogenannten Junglas, einer Elite-Polizeieinheit der kolumbianischen Regierung, als Truppentransporter und Waffenplattform. Dieser Helikopter kann eine 11-Mann starke Mannschaft inklusive Ausrüstung an Bord nehmen und bis in die Tiefen des Dschungels bringen. Er ist mit Maschinengewehren bewaffnet und gilt als das zuverlässigste Fluggerät seiner Klasse. Der ist für jeden Kampf gerüstet. Die dritte Position in meiner Rangliste nimmt ein Schützenpanzerwagen ein, den ich bei der Sumkar fahren durfte. Der Elite-Polizei Kasachstans. Er wurde in der Endphase des Kalten Krieges entwickelt, als die Sowjetunion noch existierte. Der BTR-80 ist gut manövrierbar und schnell. Bewaffnet ist er mit Rauchgranaten und zwei Maschinengewehren, die sich bis zu einem Winkel von 60 Grad nach oben richten lassen. Dadurch eignet sich dieser Radpanzer für den Kampf in urbanem Gebiet genauso wie fürs Gebirge. Er ist voll schwimmfähig, hält Landminen stand und kann selbst beim Verlust mehrerer Reifen noch weiterfahren. Als junger Soldat fürchtete ich diesen Panzer wie kaum einen zweiten. Ein komisches Gefühl. Zu Beginn meiner Militärkarriere war dieses Fahrzeug ein Symbol des Feindes. Es hätte mich gejagt, wenn es zum Dritten Weltkrieg gekommen wäre. Und jetzt kämpfen wir auf derselben Seite. Unglaublich. Ich muss an früher denken. Erstaunlich, wie zielgerichtet sich seine Feuerkraft einsetzen lässt. Auf Platz 2 landet ein Fahrzeug der mexikanischen Policía Federal. Bestechende Leistung gepaart mit bestechender Optik. Ich habe noch nie ein so eindrucksvolles Polizeiauto gesehen. Wie viel PS? Etwa 350 hat er unter der Haube. Höchstgeschwindigkeit? Mindestens 240. Und was steuern diese ganzen Schalter? Das ist das Kommunikationssystem. Es verbindet uns mit der Zentrale. Ist der Wagen gepanzert? Zum Teil. Die vorderen Türen zum Beispiel und die Rückenlehnen der Sitze verfügen auch über eine Panzerung. Dieser modifizierte Dodge Charger ist einer von 10.000, die die mexikanische Bundespolizei bestellt hat. Mit dem durch die Panzerung erhöhten Gewicht wird der V8-Motor locker fertig. Die Reifen haben Notlaufeigenschaften und bei Tempo 240 ist noch lange nicht Schluss. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Ein Sportwagen mit Rammschutz und höher gelegtem Fahrwerk. Fährt sich gut. Das ideale Auto für Verfolgungsjagden auf jedem Terrain. Und die Bremsen sind auch nicht übel. Aber ein Fahrzeug überzeugt mich noch mehr. Ein Geländemotorrad, das ich bei der STF in Sri Lanka fahren durfte.
Mit der Yamaha 225 jagen Elitebeamte dieser Spezialeinheit durch den Dschungel. Eine unglaublich wendige Maschine, die überall durchkommt. Unauffällig und schnell, vom Gegner kaum aufzuhalten. Ideal für blitzartige Überraschungsangriffe. Während einer Mission gegen die paramilitärische Terrororganisation der Tamil Tigers war ich auf dieser Maschine unterwegs. Ihre Qualitäten haben mich vom ersten Kilometer an überzeugt. Belastbar, zuverlässig, leicht zu warten. Einfache Technik, trotzdem immens leistungsfähig. Unsere Mission hat verdeutlicht, dass es hier bei Feindkontakt, egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder auf dem Motorrad, auf Schnelligkeit und Aggressivität ankommt. Den Gegner überraschen und sich sofort wieder zurückziehen. Diese Motorräder sind dafür wie geschaffen. Sie gelangen in Gebiete, in denen kein Auto fahren kann und bringen dich in kürzester Zeit zum Ziel. Gibt's dort Probleme, steigst du ab, erledigst den Feind und verschwindest wieder. So gut sein Fahrzeug, so gut seine Waffe auch sein mag, ein Elitekämpfer muss mit beidem umzugehen wissen. Das muss er trainieren und seinen eigenen Körper erst recht. Meine Top 5 der Trainingsmethoden und Übungen. Platz 5. Das Konditionstraining der BOPE, der Elitepolizei von Rio de Janeiro. Deren Einsatzgebiete, die Favelas, liegen auf steilen Hanglagen rund um die Stadt. Wer in diesem Terrain erfolgreich kämpfen will, muss topfit sein. Die Ausbilder hetzen ihre Männer deshalb immer wieder Berge und Treppen hinauf. Meine jüngeren Kameraden strengte das kaum mehr an als ein Spaziergang. Ich allerdings war völlig platt. Mir tut alles weh. Das war ganz und gar nicht lustig. Platz 4. Ein Antiterrortraining der polnischen BOA. Wir müssen uns abseilen aus dem fliegenden Hubschrauber. Die Übung simuliert die Erstürmung eines Gebäudes, in dem sich Geiselnehmer verschanzt haben. Jeder Beamte soll lernen, so zu agieren, dass seine Kameraden sich blind auf ihn verlassen können. Wir haben alle Geiseln befreit. In genau 5 Minuten holt uns der Hubschrauber vom Dach. Platz 3 meiner Rangliste belegt ein Personenschutztraining der STF in Sri Lanka. Wir sitzen im Fahrzeug der zu schützenden Person. Vor und hinter uns sichern Begleitfahrzeuge ab. Keine andere Übung, an der ich teilgenommen habe, war so realistisch wie diese. Der Fahrer legt sofort den Rückwärtsgang ein. Er gewinnt Abstand. Er dreht, ohne Tempo zu verlieren, das Fahrzeug und gibt Gas. Das geht wahnsinnig schnell. Das hintere Auto sichert ab und wir rasen davon. Platz 2. Eine Übung der Junglas, der kolumbianischen Elitepolizisten. Das Szenario: Rebellen überfallen einen Konvoi der Spezialeinheit. Wir sind soeben in einen Hinterhalt geraten. Es gab eine Explosion. Einer unserer Männer wurde verwundet. Er hat Verletzungen am Arm und am Bauch. Wir bringen den Kameraden mit einer Bahre in Sicherheit. Dort hinten landet unser Hubschrauber. Wir haben Funkkontakt, aber müssen warten, denn hier wird scharf geschossen. Wir müssen den Verwundeten schützen. Der Verwundete ist jetzt im Hubschrauber und die Kameraden geben Feuerschutz. In ein paar Minuten wird er im Feldlazarett sein. Das war eine verdammt gute Übung.
Am meisten beeindruckt hat mich eine Trainingseinheit der mexikanischen Policía Federal. Das Konzept der Ausbilder war einzigartig. Die beteiligten Elite-Polizisten erhielten im Vorfeld keinerlei Informationen über das, was sie erwartete. Auch ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Erst auf dem Weg zum Einsatzort erfuhren wir im Hubschrauber, worum es ging. Eine Boeing 727 wurde von Terroristen entführt. Sie haben die Passagiere als Geiseln genommen. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Der Helikopter landete auf dem Rollfeld und wir eilten in Position. Eine andere Einheit war bereits vor Ort. Um zu ihr zu gelangen, mussten wir am Heck des Flugzeugs vorbei. Wir versuchen, uns im toten Winkel am Heck vorbeizuschleichen. Wir kommen näher. Eine Operation an einem Flugzeug ist wahnsinnig gefährlich, wenn die Treibstoff- und Sauerstofftanks gefüllt sind. In der Kabine sind Geiseln, von bewaffneten Terroristen bewacht. Vielleicht tragen sie Sprengstoff am Körper. Wir jagen das Ding in die Luft! Verhandlungsversuche blieben erfolglos. Wir mussten stürmen. Wir gehen übers Heck rein. Wir sind unter dem Flugzeug. Von innen kann uns niemand sehen. Von hier aus können wir rein. Die Jungs nähern sich den Notausgängen auf den Tragflächen und den Vordertüren. Das richtige Timing ist jetzt unheimlich wichtig. Unser Trick ist, die Terroristen mit einer Explosion außerhalb des Flugzeugs abzulenken. Sie wollen dann sehen, was draußen passiert. Und genau in dem Moment kommen wir durch die Türen. Okay, das waren die entscheidenden Sekunden. Nach der erfolgreichen Stürmung kamen die Rettungsfahrzeuge und wir leiteten den zweiten Teil der Mission ein. Die Evakuierung der Passagiere und die Verhaftung der Terroristen, die unseren Angriff überlebt hatten. Die Leute kommen jetzt raus. Jeder Einzelne wird gemustert. Wir müssen sicherstellen, dass sich keiner der Terroristen unter die Geiseln mischt, um auf diesem Weg zu entkommen. Besser kann eine Übung nicht laufen. Ich habe in den vergangenen Monaten die Waffen, die Land- und Luftfahrzeuge sowie die Trainingsmethoden von 7 Elite-Spezialeinheiten in aller Welt kennengelernt. Aber ich habe auch 7-mal den Ernstfall erlebt. Ich war an vorderster Front dabei, wenn die besten Polizisten aus 7 Ländern der Erde den Befehl zum Einsatz erhielten. Zum lebensgefährlichen Einsatz. Oft unter feindlichem Feuer. 7 knallharte Missionen in aller Welt. Keine davon werde ich jemals vergessen. Das ist meine Rangliste. Platz 7. Kasachstan. In Almaty war ich zu Gast bei der Elite-Polizeieinheit Sunkar. Unsere Operation richtete sich gegen eine Mafia-Bande, die im Verdacht stand, eine Drogenlieferung ins Stadtzentrum schmuggeln zu wollen. Die Kerle sind bestimmt bewaffnet. Es handelt sich vermutlich um 2 Männer. Wir sitzen in einem Krankenwagen, mit dem wir ihnen den Weg abschneiden wollen. Deshalb trage ich diesen weißen Kittel. Wir tarnen uns als Sanitäter, aber hinten im Fahrzeug lauert ein Eingreifkommando. Es kann nicht mehr lange dauern. Wir befanden uns in städtischem Gebiet. Unser Auftrag, die Verhaftung 2 Heroinschmuggler, um einem Drogenring das Handwerk zu legen. Verdeckte Ermittler hatten die Zielpersonen bis zu den Außenbezirken Almatys verfolgt. Gerade kommt ein Funkspruch rein. Es sind 3 Mann im Auto. Kollegen von der Verkehrspolizei täuschten eine Routinekontrolle vor. Dann traten wir auf den Plan.
Unser Konzept bestand darin, den ahnungslosen Gegner in seiner Überraschung zu überwältigen, bevor er uns gefährlich werden konnte. Eine höchst gefährliche Situation. Wir wussten nicht, ob die Männer bewaffnet waren. Ich habe ihm die Augen verbunden und Handschellen angelegt. Jetzt wird er befragt. Wie heißen Sie? Zwei unserer Männer ziehen jetzt Handschuhe an und durchsuchen das Fahrzeug. Dieser Kollege hat eine Spezialausbildung. Wenn er die Karosserie abklopft, erkennt er am Klang, ob etwas in den Hohlräumen versteckt ist. Bis jetzt haben wir noch kein Heroin gefunden, obwohl es handfeste Indizien gibt, dass diese Kerle als Kuriere unterwegs sind. Womöglich haben sie es irgendwo in ein anderes Auto umgeladen. Platz 6, Sri Lanka. In der Hauptstadt Colombo besuchte ich die Elitekämpfer der Special Task Force, kurz STF. Wir erhielten den Auftrag zur Verhaftung einiger Rebellen, die in ihrem Dschungelversteck einen Terroranschlag vorbereiteten. Wir wenden einen Trick an. Das letzte Stück Weg bis zum Ziel warten wir durch einen Flusslauf. So kann uns keiner hören. Die Geräusche unserer Schritte werden vom Wasser verschluckt. Während meiner Zeit beim SAS hatte ich häufig im Dschungel trainiert. Was ich damals gelernt hatte, kam mir jetzt zugute, denn überall konnten versteckte Fallen lauern. Dieser kleine Bach fließt in einem Kanal unter der Straße durch. Ein idealer Ort, um eine Bombe zu platzieren. Jemand könnte Sprengstoff in der Röhre angebracht haben und ihn zünden, sobald ein Fahrzeug oder eine Person den Kanal überquert. Ein Knopfdruck, eine Explosion und das war's dann. Platz 5. Polen. In Warschau hat mich die Eliteeinheit BOA für eine Woche in ihre Reihen aufgenommen. Auch hier durfte ich an einem Einsatz teilnehmen. Wir sollten einen mutmaßlichen Waffenhändler zu seiner Vorstadtvilla verfolgen, um ihn und eventuell anwesende Kumpane zu verhaften. Die BOA hatte Hinweise erhalten, dass der Verdächtige im Begriff war, ins Ausland zu fliehen. Wir standen unter Zeitdruck. Einige Jahre zuvor hatte die BOA das Anwesen eines anderen Waffenhändlers gestürmt. Er hatte sein Grundstück mit Sprengfallen versehen. Eine davon löste aus. Zwei Kameraden kamen ums Leben. Diesen Vorfall hatten wir alle im Hinterkopf. Würde uns heute Ähnliches erwarten? Unsere Männer sind einsatzbereit. Die Jungs sind bis an die Zähne bewaffnet und tragen Atemschutzmasken. Okay, Angriff. Unsere Jungs sind drin. Oben hat sich wohl jemand hinter einer Tür verbarrikadiert. Sie melden, dass Sie den Verdächtigen verhaftet haben. Alles in Ordnung? Ja. Es ist wichtig, solche Leute zu stoppen. Sie schaffen illegal Waffen ins Land und fördern die Kriminalität. Platz 4, Mexiko. Mit der Policía Federal habe ich in Mexico City die Anführer einer Drogenbande gejagt. In einem der gefährlichsten Bezirke der Millionenmetropole. Wir sind hier in einer Hochrisikozone. Hier leben viele Menschen, die ihr Geld durch Auftragsmorde verdienen. Hier stehen sie unter dem Schutz der Drogenbosse und Mafiabanden. Wir haben nach den führenden Köpfen eines Drogenkartells gesucht, das den Stadtteil beherrscht. Unser Auftrag? Die Festsetzung und Verhaftung der Zielpersonen. Womöglich halten sich die gesuchten Drogenhändler gerade hier im Gebiet auf. Schnell! Mexikos Drogenmafia ist mächtig und schreckt vor nichts zurück. Auch nicht vor der Ermordung von Staatsbeamten. In Straßenschlachten kommen jedes Jahr hunderte Polizisten ums Leben.
Wir sind mittendrin. Ein illegal errichtetes Wohnviertel und mehrere mutmaßliche Dealer, die von unseren Leuten in diesem Moment nach Drogen durchsucht werden. Da sind Kinder. Wir haben einen geschnappt. Kommt mit. Diese Slums sind hochexplosive Orte. Jederzeit könnte die Lage eskalieren. Ein geordneter Rückzug sollte das verhindern. In den engen Gassen des Viertels sicherten sich die Mitglieder der Einheit stets gegenseitig ab. Eine Militärtaktik, angewandt von einer Polizeieinheit. Es war wohl das Beste, das Gebiet zu verlassen, denn die Dealer haben Waffenlager. Sie könnten einfach eine Knarre holen und schießen. Platz 3. Israel. Von Tel Aviv aus startete ich mit einer Eliteeinheit der Grenzschutztruppe Magaf in eine brisante Operation. Um nicht aufzufallen, waren wir in Zivil unterwegs. Wir gehen in eine hauptsächlich von Arabern bewohnte Siedlung. Dort lebt die Zielperson, ein Drogendealer. Der vermutlich bewaffnete Gesuchte stand unter Verdacht, mit seinen Einnahmen aus dem Rauschgifthandel verschiedene Terrorgruppen zu finanzieren. Wir sollten ihn an seinem Wohnort dingfest machen und verhaften. In unauffälligen Fahrzeugen näherten wir uns dem Einsatzort. Runter mit der Kamera. Keiner darf die Kamera sehen. Wir warten auf das Startsignal. Eine riskante Operation in einem feindseligen Umfeld. An solchen Orten ist jeder israelische Beamte ein potenzielles Ziel für gegnerische Scharfschützen. Der Gesuchte hatte sein Grundstück mit mehreren Zäunen gesichert. Vor dem Haupteingang lag eine Freifläche. Es gab nichts, was uns Deckung hätte geben können. Von den Dächern könnten Maschinengewehre auf uns gerichtet sein, aber wir müssen da rein. Mal sehen, was uns erwartet. Inzwischen waren die Bewohner der Siedlung auf uns aufmerksam geworden. Wir fürchten, dass sich vor der Moschee am Ende der Straße unsere Gegner sammeln. Es wäre ein leichtes für sie, die engen Straßen zu sperren. Dann säßen wir in der Falle. Wir wären dann in der Unterzahl und könnten von Jägern zu Gejagten werden. Unserem Eingreiftrupp gelang die Verhaftung des Drogenhändlers, doch der Einsatz hatte länger gedauert als geplant. Wir hätten eigentlich schon längst wieder weg sein sollen, als der Muezzin zum Gebet in die Moschee rief. Die Straßen füllten sich. Wir mussten so schnell wie möglich den geordneten Rückzug antreten. Wir müssen weg, bevor die Lage eskaliert. Mit dem Verhafteten in Gewahrsam eilten wir zu unseren Fahrzeugen. Einer unserer Leute klärte mich darüber auf, dass wir mit einem Selbstmordattentat rechnen mussten. Die Kameraden, die im Gebäude waren, haben dort Sprengstoffgürtel entdeckt, wie Selbstmordattentäter sie gewöhnlich tragen. Egal, ob so eine Operation vom Militär oder von der Polizei ausgeführt wird, jede Minute zählt. Job erledigen und dann sofort wieder abhauen. Platz 2. Brasilien. In Rio de Janeiro begleitete ich die Elite-Polizeieinheit BOPE. Eine gegen die Drogenmafia gerichtete Operation führte uns in die Favelas, die berüchtigten Slums von Rio. Unser Ziel war der Treffpunkt einer schwer bewaffneten Gang. Die Kriminellen hatten sich hinter Barrikaden verschanzt. Der Plan? Die Favela unter unsere Kontrolle bringen und dann die bewaffneten Bandenmitglieder verhaften. Wir mussten mit erbitterter Gegenwehr rechnen. Sehen Sie die Einschusslöcher hier im Stahlbeton? Das müssen großkalibrige Waffen gewesen sein. Die Feuertaufe für meinen Kameramann. Das war ein Schuss. Komm in Deckung, Peter. Okay, hier wird scharf geschossen. Wir sind mitten im Gefecht. In.
Wir haben in diesem Laden Deckung gesucht. Unsere Jungs sichern die Umgebung. Los, weiter. Wir stehen jetzt unter Feuer. Und zwar unter schwerem. Über unsere Köpfe fliegen gegnerische Kugeln. Und unsere Leute schießen zurück. Unser Major befürchtete einen Hinterhalt. Als wir bessere Deckung suchten, gerieten wir erneut unter Beschuss. Das war knapp. Allerdings, die Kugel ist nur um Zentimeter an uns vorbeigezischt. Peter, der Kameramann, wurde ziemlich nervös. Du zitterst ja. Um unsere gepanzerten Einsatzfahrzeuge aufzuhalten, hatten die Bandenmitglieder Straßensperren aus massivem Beton errichtet. Wir mussten sie sprengen. Rio de Janeiros Elitepolizei erlebt solche Szenarien fast jeden Tag. Platz 1. Kolumbien. Der Einsatz, den ich in der Nähe von Espinal mit den Kämpfern der Junglas bestritten habe, war die gefährlichste, die dramatischste und die erfolgreichste meiner 7 Missionen. Unser Ziel war ein Kokainlabor der Drogenmafia. Tief im Regenwald verborgen. Wir sollten es finden und zerstören. Noch eine Minute, dann haben wir das Zielgebiet erreicht. Der Anflug mit dem Helikopter war ein kritischer Moment. Im Tiefflug am Berghang war er ein leichtes Ziel. Und wir wussten nicht, wer oder was uns am Boden erwartete. Wir wurden gerade hier abgesetzt. Die Rotorblätter des Hubschraubers streifen fast den Hang. Vor allem der Heckrotor. Das ist echt verdammt gefährlich. Sekunden später entschwand der Helikopter wieder in sichere Höhe. Nun waren wir im Dschungel auf uns alleine gestellt. So ein extremes Landemanöver habe ich noch nie erlebt. Das ist Wahnsinn. Da geht's um Zentimeter. Ein paar verdammte Zentimeter näher am Hang und der Helikopter wäre abgestürzt. Oder seine Rotorblätter hätten uns zerstückelt. Wir schlugen uns durch den Regenwald, in die Richtung, in der wir das Drogenlabor vermuteten. Aber wir fanden zunächst etwas anderes. Coca-Blätter. Große, gesunde Pflanzen. Schauen Sie, wenn man die Blätter zerquetscht, sondern sie eine rötliche Substanz ab. Sieht aus wie Blut. Geradezu symbolisch. Wir hatten eine Kokainplantage entdeckt, aber noch nicht das Labor selbst. Deshalb funkten wir den Hubschrauber an und gingen wieder an Bord, um uns einige Kilometer entfernt erneut absetzen zu lassen. Unser Hauptquartier hatte uns mittlerweile neue Koordinaten übermittelt. Diesmal gab es keinen Zweifel. Noch knapp 5 Minuten, dann geht's los. Wir mussten davon ausgehen, dass sich die Betreiber des Labors mit Waffengewalt verteidigen würden. Die Spannung ist jetzt auf dem Siedepunkt. Komm on. Okay, wir scheinen am richtigen Ort zu sein. Auf einer Lichtung lagen mehrere Baracken vor uns. Das gesuchte Kokainlabor. Es schien verlassen. Womöglich waren die Betreiber in den Dschungel geflohen, als sie den Hubschrauber hörten. Das ist das verdammte Labor. Mal sehen, was wir da drin so finden. Im Innern der Baracken
Hunderte Liter Diesel, Aceton und weitere Chemikalien, die zur Kokainproduktion benötigt werden. Geschätzter Ausstoß des Labors, 1 Tonne Kokain pro Monat. Mit einem Schwarzmarktwert von über 3,5 Millionen Euro. Die müssen Hals über Kopf abgehauen sein. All ihre Vorräte sind noch da. Sogar Fisch und Hühner. Unser Plan war, das Labor dem Erdboden gleichzumachen. Wir legten Sprengkabel und Sprengstoff aus. Zusammen mit den vorhandenen Chemikalien würde das für eine monumentale Explosion sorgen. Wir haben eine Ladung da unten, ein C4-Paket und auf der anderen Seite auch. Alles ist bereits verkabelt. Wenn wir zünden, fliegt hier alles in die Luft. Und wir müssen jetzt weit genug weg. Job erledigt. 7 Länder. 7 Spezialeinheiten. 7 Einsätze. Meine Rundreise zu den besten Polizeieinheiten dieser Welt ist beendet. Ich nehme Abschied. Von Major René. Meinem Mentor bei der BOPE in Rio de Janeiro. Ich möchte Ihnen ein Geschenk überreichen, als Erinnerung an Ihre Zeit bei uns. Das ist von den Kämpfern der BOPE für Sie, unsere neuen Kameraden. Von den Elitekämpfern des israelischen Grenzschutzes Magaf. Von meinen Mitstreitern bei der Policia Federal, die mich in Mexiko als ihren Kameraden aufgenommen haben. Von den Beamten der BOA, die sich in Polen tagtäglich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen stellen. Von der kasachischen Sunka, die in einem Land für Sicherheit sorgt, das so groß ist wie ganz Westeuropa. Von den Dschungelkämpfern der Antiterrortruppe STF in Sri Lanka. Und schließlich von den Junglas, den Kämpfern der kolumbianischen Antidrogeneinheit, die mir eine ganz besondere Abschiedszeremonie bereiteten. Die Verleihung meiner Ehrenmitgliedschaft wäre ohne ein spezielles Initiationsritual unvollkommen gewesen. Oh, verdammt. Ich wusste, dass es wehtun würde. Deshalb trage ich diesen weißen Kittel. Wir tarnen uns als Sanitäter, aber hinten im Fahrzeug lauert ein Eingreifkommando. Es kann nicht mehr lange dauern. Wir befanden uns in städtischem Gebiet. Unser Auftrag, die Verhaftung 2 Heroinschmuggler, um einem Drogenring das Handwerk zu legen. Verdeckte Ermittler hatten die Zielpersonen bis zu den Außenbezirken Almatys verfolgt. Gerade kommt ein Funkspruch rein. Es sind 3 Mann im Auto. Kollegen von der Verkehrspolizei täuschten eine Routinekontrolle vor. Dann traten wir auf den Plan. Unser Konzept bestand darin, den ahnungslosen Gegner in seiner Überraschung zu überwältigen, bevor er uns gefährlich werden konnte. Eine höchst gefährliche Situation. Wir wussten nicht, ob die Männer bewaffnet waren. Ich habe ihm die Augen verbunden und Handschellen angelegt. Jetzt wird er befragt. Wie heißen Sie? 2 unserer Männer ziehen jetzt Handschuhe an und durchsuchen das Fahrzeug. Dieser Kollege hat eine Spezialausbildung. Wenn er die Karosserie abklopft, erkennt er am Klang, ob etwas in den Hohlräumen versteckt ist. Bis jetzt haben wir noch kein Heroin gefunden, obwohl es handfeste Indizien gibt, dass diese Kerle als Kuriere unterwegs sind. Womöglich haben sie es irgendwo in ein anderes Auto umgeladen. Platz 6, Sri Lanka.
In der Hauptstadt Colombo besuchte ich die Elitekämpfer der Special Task Force, kurz STF. Wir erhielten den Auftrag zur Verhaftung einiger Rebellen, die in ihrem Dschungelversteck einen Terroranschlag vorbereiteten. Wir wenden einen Trick an. Das letzte Stück Weg bis zum Ziel warten wir durch einen Flusslauf. So kann uns keiner hören. Die Geräusche unserer Schritte werden vom Wasser verschluckt. Während meiner Zeit beim SAS hatte ich häufig im Dschungel trainiert. Was ich damals gelernt hatte, kam mir jetzt zugute, denn überall konnten versteckte Fallen lauern. Dieser kleine Bach fließt in einem Kanal unter der Straße durch. Ein idealer Ort, um eine Bombe zu platzieren. Jemand könnte Sprengstoff in der Röhre angebracht haben und ihn zünden, sobald ein Fahrzeug oder eine Person den Kanal überquert. Ein Knopfdruck, eine Explosion und das war's dann. Platz 5. Diese Slums sind hochexplosive Orte. Jederzeit könnte die Lage eskalieren. Ein geordneter Rückzug sollte das verhindern. In den engen Gassen des Viertels sicherten sich die Mitglieder der Einheit stets gegenseitig ab. Eine Militärtaktik, angewandt von einer Polizeieinheit. Es war wohl das Beste, das Gebiet zu verlassen, denn die Dealer haben Waffenlager. Sie könnten einfach eine Knarre holen und schießen. Platz 3. Israel. Von Tel Aviv aus startete ich mit einer Eliteeinheit der Grenzschutztruppe Magaf in eine brisante Operation. Um nicht aufzufallen, waren wir in Zivil unterwegs. Wir gehen in eine hauptsächlich von Arabern bewohnte Siedlung. Dort lebt die Zielperson, ein Drogendealer. Der vermutlich bewaffnete Gesuchte stand unter Verdacht, mit seinen Einnahmen aus dem Rauschgifthandel verschiedene Terrorgruppen zu finanzieren. Wir sollten ihn an seinem Wohnort dingfest machen und verhaften. In unauffälligen Fahrzeugen näherten wir uns dem Einsatzort. Runter mit der Kamera. Keiner darf die Kamera sehen. Wir warten auf das Startsignal. Eine riskante Operation in einem feindseligen Umfeld. An solchen Orten ist jeder israelische Beamte ein potenzielles Ziel für gegnerische Scharfschützen. Der Gesuchte hatte sein Grundstück mit mehreren Zäunen gesichert. Vor dem Haupteingang lag eine Freifläche. Es gab nichts, was uns Deckung hätte geben können. Von den Dächern könnten Maschinengewehre auf uns gerichtet sein, aber wir müssen da rein. Mal sehen, was uns erwartet. Inzwischen waren die Bewohner der Siedlung auf uns aufmerksam geworden. Wir fürchten, dass sich vor der Moschee am Ende der Straße unsere Gegner sammeln. Es wäre ein leichtes für sie, die engen Straßen zu sperren. Dann säßen wir in der Falle. Wir wären dann in der Unterzahl und könnten von Jägern zu Gejagten werden. Unserem Eingreiftrupp gelang die Verhaftung des Drogenhändlers, doch der Einsatz hatte länger gedauert als geplant. Wir hätten eigentlich schon längst wieder weg sein sollen, als der Muezzin zum Gebet in die Moschee rief. Die Straßen füllten sich. Wir mussten so schnell wie möglich den geordneten Rückzug antreten. Wir müssen weg, bevor die Lage eskaliert. Mit dem Verhafteten in Gewahrsam eilten wir zu unseren Fahrzeugen. Ihre Polizeiverbände nicht gewachsen sind. Sie kämpfen gegen Terrorismus, Drogenkriminalität, Waffenhandel und das organisierte Verbrechen. In den letzten Monaten habe ich 7 solcher Einheiten in aller Welt besucht. Jeweils eine Woche lang war ich ihr Mitglied. Ich habe mit ihnen trainiert und bin auf heiklen Missionen in Lebensgefahr geraten. Seit meiner Zeit als Elitekämpfer beim SAS, dem britischen Special Air Service, habe ich nichts Intensiveres erlebt. Die schießen scharf. Über uns fliegen die Kugeln.
Ich wurde in den Slums von Rio de Janeiro von Bandenmitgliedern unter Beschuss genommen, habe kolumbianische und mexikanische Drogenkartelle bekämpft und in Sri Lanka und Israel auf Anti-Terror-Mission Kopf und Kragen riskiert. In Polen waren Waffenhändler meine Gegner. Und mit einer kasachischen Spezialeinheit habe ich Drogenschmuggler gejagt. Dies sind die Höhepunkte meiner 7 Stationen. Die mächtigsten Waffen, die besten Fahrzeuge, das effektivste Training und die härtesten Einsätze. 7 Länder, 7 Elitetruppen, 7 Missionen im Kampf gegen das Verbrechen. Hautnah und an vorderster Front. Ihr zittert ja. Job erledigt. Als ich beim SAS den Dienst quittierte, war ich mir nicht sicher, ob ich jemals wieder Teil einer aktiven Einheit sein würde. 15 Jahre später war es soweit. Ich habe 7 Länder bereist, in denen hochqualifizierte Polizeitruppen den gewissenlosesten Verbrechern der Welt entgegentreten. Mein erster Tag bei einer Einheit begann jeweils mit einem Besuch der Waffenkammer. Was ich dort zu sehen bekam, gab mir einen ersten Hinweis darauf, in welchem Umfeld ich arbeiten und mit welchen Gegnern ich es zu tun bekommen würde. Standardmunition, 9 mm. Auf diesem Gebiet bin ich Experte. Hier sind meine Top 5. Bei der brasilianischen BOPE, der Elite-Polizeitruppe von Rio de Janeiro, habe ich mit einem Colt Commando Sturmgewehr trainiert. Der Schießplatz ist freigegeben. Jeder von uns hat ein Magazin mit scharfer Munition. Es kann losgehen. Das Colt M4 Commando ist ein automatisches Gewehr aus US-Produktion. Es verschießt 5,56 mm Patronen bis zu 950 Stück pro Minute. Sein geringes Gewicht, der kurze Lauf und die hohe Reichweite machen es zur idealen Waffe für urbanes Terrain. Für mich das vielseitigste Gewehr der Welt. Von Tel Aviv aus startete ich mit einer Eliteeinheit der Grenzschutztruppe MAGAF in eine brisante Operation. Um nicht aufzufallen, waren wir in Zivil unterwegs. Wir gehen in eine hauptsächlich von Arabern bewohnte Siedlung. Dort lebt die Zielperson, ein Drogendealer. Der vermutlich bewaffnete Gesuchte stand unter Verdacht, mit seinen Einnahmen aus dem Rauschgifthandel verschiedene Terrorgruppen zu finanzieren. Wir sollten ihn an seinem Wohnort dingfest machen und verhaften. In unauffälligen Fahrzeugen näherten wir uns dem Einsatzort. Runter mit der Kamera. Keiner darf die Kamera sehen. Wir warten auf das Startsignal. Eine riskante Operation in einem feindseligen Umfeld. An solchen Orten ist jeder israelische Beamte ein potenzielles Ziel für gegnerische Scharfschützen. Der Gesuchte hatte sein Grundstück mit mehreren Zäunen gesichert. Vor dem Haupteingang lag eine Freifläche. Es gab nichts, was uns Deckung hätte geben können. Von den Dächern könnten Maschinengewehre auf uns gerichtet sein. Aber wir müssen da rein. Mal sehen, was uns erwartet. Inzwischen waren die Bewohner der Siedlung auf uns aufmerksam geworden. Wir fürchten, dass sich vor der Moschee am Ende der Straße unsere Gegner sammeln. Es wäre ein leichtes für sie, die engen Straßen zu sperren. Dann säßen wir in der Falle. Wir wären dann in der Unterzahl und könnten von Jägern zu Gejagten werden. Unserem Eingreiftrupp gelang die Verhaftung des Drogenhändlers, doch der Einsatz hatte länger gedauert als geplant. Wir hätten eigentlich schon längst wieder weg sein sollen, als der Muezzin zum Gebet in die Moschee rief. Die Straßen füllten sich. Wir mussten so schnell wie möglich den geordneten Rückzug antreten. Wir müssen weg, bevor die Lage eskaliert. Mit dem Verhafteten in Gewahrsam eilten wir zu unseren Fahrzeugen. Einer unserer Leute klärte mich darüber auf, dass wir mit einem Selbstmordattentat rechnen mussten. Die Kameraden, die im Gebäude waren, haben dort Sprengstoffgürtel entdeckt, wie Selbstmordattentäter sie gewöhnlich tragen.
Egal, ob so eine Operation vom Militär oder von der Polizei ausgeführt wird, jede Minute zählt. Job erledigen und dann sofort wieder abhauen. Platz 2, Brasilien. In Rio de Janeiro begleitete ich die Elite-Polizeieinheit BOPE. Eine gegen die Drogenmafia gerichtete Operation führte uns in die Favelas, die berüchtigten Slums von Rio. Wir hatten eine Kokainplantage entdeckt, aber noch nicht das Labor selbst. Deshalb funkten wir den Hubschrauber an und gingen wieder an Bord, um uns einige Kilometer entfernt erneut absetzen zu lassen. Unser Hauptquartier hatte uns mittlerweile neue Koordinaten übermittelt. Diesmal gab es keinen Zweifel. Noch knapp 5 Minuten, dann geht's los. Wir mussten davon ausgehen, dass sich die Betreiber des Labors mit Waffengewalt verteidigen würden. Die Spannung ist jetzt auf dem Siedepunkt. Come on. Okay, wir scheinen am richtigen Ort zu sein. Auf einer Lichtung lagen mehrere Baracken vor uns. Das gesuchte Kokainlabor. Es schien verlassen. Womöglich waren die Betreiber in den Dschungel geflohen, als sie den Hubschrauber hörten. Das ist das verdammte Labor. Mal sehen, was wir da drin so finden. Im Innern der Baracken hunderte Liter Diesel, Aceton und weitere Chemikalien, die zur Kokainproduktion benötigt werden. Geschätzter Ausstoß des Labors, 1 Tonne Kokain pro Monat, mit einem Schwarzmarktwert von über 3,5 Millionen Euro. Die müssen Hals über Kopf abgehauen sein. All ihre Vorräte sind noch da, sogar Fisch und Hühner. Unser Plan war, das Labor dem Erdboden gleichzumachen. Wir legten Sprengkabel und Sprengstoff aus. Zusammen mit den vorhandenen Chemikalien würde das für eine monumentale Explosion sorgen. Wir haben eine Ladung da unten, ein C4-Paket und auf der anderen Seite auch. Alles ist bereits verkabelt. Wenn wir zünden, fliegt hier alles in die Luft. Und wir müssen jetzt weit genug weg. Job erledigt. 7 Länder. 7 Spezialeinheiten. 7 Einsätze. Vom Wasser verschluckt. Während meiner Zeit beim SAS hatte ich häufig im Dschungel trainiert. Was ich damals gelernt hatte, kam mir jetzt zugute, denn überall konnten versteckte Fallen lauern. Dieser kleine Bach fließt in einem Kanal unter der Straße durch. Ein idealer Ort, um eine Bombe zu platzieren. Jemand könnte Sprengstoff in der Röhre angebracht haben und ihn zünden, sobald ein Fahrzeug oder eine Person den Kanal überquert. Ein Knopfdruck, eine Explosion und das war's dann. Platz 5. Polen. In Warschau hat mich die Eliteeinheit BOA für eine Woche in ihre Reihen aufgenommen. Auch hier durfte ich an einem Einsatz teilnehmen. Wir sollten einen mutmaßlichen Waffenhändler zu seiner Vorstadtvilla verfolgen, um ihn und eventuell anwesende Kumpane zu verhaften. Die BOA hatte Hinweise erhalten, dass der Verdächtige im Begriff war, ins Ausland zu fliehen. Wir standen unter Zeitdruck. Einige Jahre zuvor hatte die BOA das Anwesen eines anderen Waffenhändlers gestürmt.
Er hatte sein Grundstück mit Sprengfallen versehen. Eine davon löste aus. Zwei Kameraden kamen ums Leben. Diesen Vorfall hatten wir alle im Hinterkopf. Würde uns heute Ähnliches erwarten? Unsere Männer sind einsatzbereit. Die Jungs sind bis an die Zähne bewaffnet und tragen Atemschutzmasken. Okay, Angriff. Unsere Jungs sind drin. Oben hat sich wohl jemand hinter einer Tür verbarrikadiert. Sie melden, dass Sie den Verdächtigen verhaftet haben. Alles in Ordnung? Ja. Es ist wichtig, solche Leute zu stoppen. Sie schaffen illegal Waffen ins Land und fördern die Kriminalität. Platz 4, Mexiko. Mit der Policía Federal habe ich in Mexico City die Anführer einer Drogenbande gejagt. In einem der gefährlichsten Bezirke der Millionenmetropole. Wir sind hier in einer Hochrisikozone. Hier leben viele Menschen, die ihr Geld durch Auftragsmorde verdienen. Hier stehen sie unter dem Schutz der Drogenbosse und Mafiabanden. Wir haben nach den führenden Köpfen eine... Das Panzerglas ist geborsten. Die nächste Kugel, die hier einschlägt, könnte den Fahrer treffen. Einen Austausch der Panzerglasscheiben lässt der schmale Etat der Bope nicht zu. Nicht minder erschreckend ist die Tatsache, dass diese Einsatzfahrzeuge keine Run-Flat-Reifen haben, also nicht vor einem Platten sicher sind. Die Beamten sagen deshalb, dass sie schneller Reifen wechseln können als jedes Formel-1-Team, vor allem unter Feuer. Platz 4 belegt ein Hubschrauber, der in Kolumbien im Kampf gegen die Drogenmafia zum Einsatz kommt. Der Blackhawk UH-60 ist schnell, wendig und verfügt über robuste Flugeigenschaften. Er dient den sogenannten Junglas, einer Elite-Polizeieinheit der kolumbianischen Regierung, als Truppentransporter und Waffenplattform. Dieser Helikopter kann eine 11-Mann starke Mannschaft inklusive Ausrüstung an Bord nehmen und bis in die Tiefen des Dschungels bringen. Er ist mit Maschinengewehren bewaffnet und gilt als das zuverlässigste Fluggerät seiner Klasse. Der ist für jeden Kampf gerüstet. Die dritte Position in meiner Rangliste nimmt ein Schützenpanzerwagen ein, den ich bei der Sumka fahren durfte. Der Elite-Polizei Kasachstans. Er wurde in der Endphase des Kalten Krieges entwickelt, als die Sowjetunion noch existierte. Der BTR-80 ist gut manövrierbar und schnell. Bewaffnet ist er mit Rauchgranaten und zwei Maschinengewehren, die sich bis zu einem Winkel von 60 Grad nach oben richten lassen. Dadurch eignet sich dieser Radpanzer für den Kampf in urbanem Gebiet genauso wie fürs Gebirge. Er ist voll schwimmfähig, hält Landminen stand und kann selbst beim Verlust mehrerer Reifen noch weiterfahren. Als junger Soldat fürchtete ich diesen Panzer wie kaum einen zweiten. Ein komisches Gefühl. Zu Beginn meiner Militärkarriere war dieses Fahrzeug ein Symbol des Feindes. Es hätte mich gejagt, wenn es zum Dritten Weltkrieg gekommen wäre. Und jetzt kämpfen wir auf derselben Seite. Unglaublich. Ich muss an früher denken. Erstaunlich, wie zielgerichtet sich seine Feuerkraft einsetzen lässt. Auf Platz 2 landet ein Fahrzeug der mexikanischen Policía Federal. Bestechende Leistung gepaart mit bestechender Optik. Ich habe noch nie ein so eindrucksvolles Polizeiauto gesehen. Wie viel PS? Etwa 350 hat er unter der Haube. Höchst in einem Krankenwagen, mit dem wir ihnen den Weg abschneiden wollen. Deshalb trage ich diesen weißen Kittel. Wir tarnen uns als Sanitäter, aber hinten im Fahrzeug lauert ein Eingreifkommando. Es kann nicht mehr lange dauern. Wir befanden uns in städtischem Gebiet. Unser Auftrag, die Verhaftung zweier Heroinschmuggler, um einem Drogenring das Handwerk zu legen. Verdeckte Ermittler hatten die Zielpersonen bis zu den Außenbezirken Almatys verfolgt.
Gerade kommt ein Funkspruch rein. Es sind drei Mann im Auto. Kollegen von der Verkehrspolizei täuschten eine Routinekontrolle vor. Dann traten wir auf den Plan. Unser Konzept bestand darin, den ahnungslosen Gegner in seiner Überraschung zu überwältigen, bevor er uns gefährlich werden konnte. Eine höchst gefährliche Situation. Wir wussten nicht, ob die Männer bewaffnet waren. Ich habe ihm die Augen verbunden und Handschellen angelegt. Jetzt wird er befragt. Wie heißen Sie? Zwei unserer Männer ziehen jetzt Handschuhe an und durchsuchen das Fahrzeug. Dieser Kollege hat eine Spezialausbildung. Wenn er die Karosserie abklopft, erkennt er am Klang, ob etwas in den Hohlräumen versteckt ist. Bis jetzt haben wir noch kein Heroin gefunden, obwohl es handfeste Indizien gibt, dass diese Kerle als Kuriere unterwegs sind. Womöglich haben sie es irgendwo in ein anderes Auto umgeladen. Platz 6, Sri Lanka. In der Hauptstadt Colombo besuchte ich die Elitekämpfer der Special Task Force, kurz STF. Wir erhielten den Auftrag zur Verhaftung einiger Rebellen, die in ihrem Dschungelversteck einen Terroranschlag vorbereiteten. Wir wenden einen Trick an. Das letzte Stück Weg bis zum Ziel warten wir durch einen Flusslauf. So kann uns keiner hören. Die Geräusche unserer Schritte werden vom Wasser verschluckt. Während meiner Zeit beim SAS hatte ich häufig im Dschungel trainiert. Was ich damals gelernt hatte, kam mir jetzt zugute, denn überall konnten versteckte Fallen lauern. Dieser kleine Bach fließt in einem Kanal unter der Straße durch. Ein idealer Ort, um eine Bombe zu platzieren. Jemand könnte Sprengstoff in der Röhre angebracht haben und ihn zünden, sobald ein Fahrzeug oder eine Person den Kanal überquert. Ein Knopfdruck, eine Explosion und das war's dann. Der Helikopter landete auf dem Rollfeld und wir eilten in Position. Eine andere Einheit war bereits vor Ort. Um zu ihr zu gelangen, mussten wir am Heck des Flugzeugs vorbei. Wir versuchen uns im toten Winkel am Heck vorbeizuschleichen. Wir kommen näher. Eine Operation an einem Flugzeug ist wahnsinnig gefährlich, wenn die Treibstoff- und Sauerstofftanks gefüllt sind. In der Kabine sind Geiseln, von bewaffneten Terroristen bewacht. Vielleicht tragen sie Sprengstoff am Körper. Wir jagen das Ding in die Luft! Verhandlungsversuche blieben erfolglos. Wir mussten stürmen. Wir gehen übers Heck rein. Wir sind unter dem Flugzeug. Von innen kann uns niemand sehen. Von hier aus können wir rein. Die Jungs nähern sich den Notausgängen auf den Tragflächen und den Vordertüren. Das richtige Timing ist jetzt unheimlich wichtig. Unser Trick ist, die Terroristen mit einer Explosion außerhalb des Flugzeugs abzulenken. Sie wollen dann sehen, was draußen passiert. Und genau in dem Moment kommen wir durch die Türen. Okay, das waren die entscheidenden Sekunden. Nach der erfolgreichen Stürmung kamen die Rettungsfahrzeuge und wir leiteten den zweiten Teil der Mission ein. Die Evakuierung der Passagiere und die Verhaftung der Terroristen, die unseren Angriff überlebt hatten. Die Leute kommen jetzt raus. Jeder Einzelne wird gemustert.
Wir müssen sicherstellen, dass sich keiner der Terroristen unter die Geiseln mischt, um auf diesem Weg zu entkommen. Besser kann eine Übung nicht laufen. Ich habe in den vergangenen Monaten die Waffen, die Land- und Luftfahrzeuge sowie die Trainingsmethoden von 7 Elite-Spezialeinheiten in aller Welt kennengelernt. Aber ich habe auch 7-mal den Ernstfall erlebt. Ich war an vorderster Front dabei, wenn die besten Polizisten aus 7 Ländern der Erde den Befehl zum Einsatz erhielten. Aggressivität ankommt. Den Gegner überraschen und sich sofort wieder zurückziehen. Diese Motorräder sind dafür wie geschaffen. Sie gelangen in Gebiete, in denen kein Auto fahren kann und bringen dich in kürzester Zeit zum Ziel. Gibt's dort Probleme, steigst du ab, erledigst den Feind und verschwindest wieder. So gut sein Fahrzeug, so gut seine Waffe auch sein mag, ein Elitekämpfer muss mit beidem umzugehen wissen. Das muss er trainieren und seinen eigenen Körper erst recht. Meine Top 5 der Trainingsmethoden und Übungen. Platz 5. Das Konditionstraining der BOPE, der Elitepolizei von Rio de Janeiro. Deren Einsatzgebiete, die Favelas, liegen auf steilen Hanglagen rund um die Stadt. Wer in diesem Terrain erfolgreich kämpfen will, muss topfit sein. Die Ausbilder hetzen ihre Männer deshalb immer wieder Berge und Treppen hinauf. Meine jüngeren Kameraden strengte das kaum mehr an als ein Spaziergang. Ich allerdings war völlig platt. Mir tut alles weh. Das war ganz und gar nicht lustig. Platz 4. Ein Antiterrortraining der polnischen BOA. Wir müssen uns abseilen aus dem fliegenden Hubschrauber. Die Übung simuliert die Erstürmung eines Gebäudes, in dem sich Geiselnehmer verschanzt haben. Jeder Beamte soll lernen, so zu agieren, dass seine Kameraden sich blind auf ihn verlassen können. Wir haben alle Geiseln befreit. In genau 5 Minuten holt uns der Hubschrauber vom Dach. Platz 3 meiner Rangliste belegt ein Personenschutztraining der STF in Sri Lanka. Wir sitzen im Fahrzeug der zu schützenden Person. Vor und hinter uns sichern Begleitfahrzeuge ab. Keine andere Übung, an der ich teilgenommen habe, war so realistisch wie diese. Der Fahrer legt sofort den Rückwärtsgang ein. Er gewinnt Abstand. Er dreht, ohne Tempo zu verlieren, das Fahrzeug und gibt Gas. Das geht wahnsinnig schnell. Das hintere Auto sichert ab und wir rasen davon. Platz 2. Eine Übung der Junglas, der kolumbianischen Elitepolizisten. Das Szenario: Rebellen überfallen einen Konvoi der Spezialeinheit.